So sehen wir uns wieder, liebe Genossen und Genossinnen in unserer kleinen, wunderschönen kommunistischen Inseldiktatur. Ja, ihr fragt mich, was wir letzte Folge gemacht haben. Ich weiß es selber nicht mehr. Wir fangen gerade eine neue Session an. Die letzten 6 Folgen für euch habe ich am Stück aufgezeichnet. Die hier könnte etwas kürzer und vielleicht etwas konzentrierter werden. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich weniger faile als letztes Mal. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein ins Spiel, finden uns auf unserer Karte wieder zurecht und... ja. Tropico wird zu dem tropischen Paradies, das es sein sollte. Immer mehr Leute sagen Nein zum hektischen Stadtleben und leben stattdessen in Hütten, um eins mit der Natur zu werden. So ist's recht, Leute. Der Strand ist lang genug für alle und meine Bar ist rund um die Uhr geöffnet, um eure weltlichen Wünsche zu erfüllen. Na, ich würde sagen, wenn sie es uns schon so anbietet, dann steigen wir direkt in ihrer Bar ab. Ah, okay. Ich sehe, wir haben letztes Mal mit minimalen Geldproblemen zu kämpfen gehabt. Oh nein, wir haben Geld bekommen. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie unsere Wirtschaft auf die Reihe bekommen. Wir haben 3 Farmen. Womit kann ich dienen? Haben Geld auf unser Schweizer Nummernkonto bekommen. Haben Schulden gezahlt. Da gab es doch irgendwo dieses nicht mehr Schuldenzahlungs... ja, wo war denn das? Verwalten Sie die Staatsschulden, indem Sie Anleihen ausgeben und zurückkaufen. Machen wir. Aha. Wir müssten jetzt... wir kaufen die. Weil wir gerade erstaunlich liquide waren. Nein, ich frage erst gar nicht, woher das kam. Aber... Geldsegen bringt Regen. Nein, Regen bringt... Na, aber was bringt Regen, außer gute Verkäufe für Regenschirmhändler? Wir haben hier noch eine Mine, die wollen wir doch, glaube ich, erschließen. Da, was natürlich heißt, wir müssen hier unsere Soldaten leider wieder mal hinschicken. Wir hatten doch gerade so viel Geld. Zeit für eine Fiesta, Tropico. Kommt zur Jolly Roger und feiert die strahlende Zukunft, die vor unserer Nation liegt. Heute Abend zahlt die Zukunft die Zeche. Ja, wenn die Zukunft zahlt, wenn ich saufen gehe, dann geht es ja auch immer mehr darum, dass mein zukünftiges Ich, mein Futur-Ich, das Problem dann hat. Also am nächsten Morgen verkatert. Das interessiert ja mein Jetzt-Ich nicht. Gut gemacht. Glückwunsch. Jetzt erzählen Sie mir mal. Ich mag es mal falsch zu liegen, denn dann kann ich was dazulernen. Welche Belohnung darf es sein, Buddy? Die Technologie oder das Open House? Ich persönlich mag ja männliche Sänger besonders gern. Gern? Gernknödel. Nein, wir nehmen das Opernhaus, weil die Bürokratie haben wir doch schon längst. Das wäre ja schön blöd. Hier ein gratis... Na, wo ist denn die hin verschwunden, die Stimme? Platzieren wir das da... Passt dachfarblich sehr gut zu meiner Universität. In Russland hat die große kommunistische Revolution begonnen. Unglücklicherweise mit überragendem Erfolg. Nun gibt es keinen mehr, gegen den sie protestieren können. Achso, wir wollten uns doch grundsätzlich mal bei den Amis einschleimen, aber... ach, ich meine, wir haben es doch gerade. Und die ist mir so sympathisch. Wo sind denn meine Truppen? Die bewegen sich überhaupt. Na gut. Die Revolution an sich ist schon Belohnung genug. Doch wir pflücken auch gerne ihre Früchte. 2 leere Mietskasernen, mehr Kommunisten. Wir nehmen die Mietskasernen. Weil ich finde, militärtechnisch haben wir eher momentan... ja, was? Wie?
Zwei leere Mietskasernen auf der. Verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich echt nicht. Kohle. Nein, ich fange jetzt nicht an, dieses Lied zu trällern. Ich meine, da müsst ihr einen anderen... Was denn? Was heißt hier zu weit vom Straßennetz? Jupp. Super Straßennetz. Und jetzt gib mir hier mein Baubüro. Nein, gib mir mein Bergwerk. Es ist höchste Zeit, in die USA zurückzukehren, Buddy. Doch vor meiner Abreise möchte ich mich noch einmal für all das bedanken, was ich als Ehrengast auf Ihrer wunderschönen Insel erleben durfte. Doch meine Freude überwiegt. Nicht nur, wie viel ich gelernt habe, nicht nur, weil ich es genossen habe, Wette um Wette gegen sie zu verlieren, nein, sondern weil ich ihn hoffentlich einen ebenso großen Freund wie sie in mir gefunden haben. Ich werde unser nächsten Treffen stets mit größter Vorfreude entgegensehen, mit ewiger Hochachtung. Der US-Präsident. Hey. Safe. Nein. Mission, wir halten das durch. Überleben Sie zahlreiche Invasionen. Da habe ich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mache ich da einfach weiter. Deswegen, glaube ich, spiele ich jetzt mal hier auf Bau, weil... Liebe Mitbürger von Tropico, heute erhebt sich ein neuer Feind, der meine Lebensweise, meine Freiheit und meine strategischen Bananenreserven bedroht. Isla Roja hat uns ohne die geringste Provokation den Krieg erklärt. Und Tropico, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu fürchten. Wir werden dieser Bedrohung ins Auge sehen und wir werden durchhalten. Wir werden unsere Küste verteidigen und wir werden durchhalten. Wie unsere Lama spucken wir allen Feinden ins Auge, die unser Land verunreinigen. Wir werden durchhalten. Viva Tropico! Das halten wir durch. Presidente, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stehlen. Dummerweise brachen wir daraufhin in ihr Museum für Militärgeschichte ein und brachten nur diese weiße Flagge mit. Die können wir höchstens als Tischtuch nutzen. Ja, also nachdem ich das jetzt richtig sehe, hoffentlich, und uns irgendwie Krieg mit Isla de la Roja, während Isla de la Roja noch Krieg feiert, feiern wir schon wieder weiter. Brauchen wir Soldaten? Highschool-Soldaten. Sind Highschool-Soldaten gut? Gemäß es sind alle wenigen Einsätze in der Lage und verpflichtet als Kämpfer den Staat. Aha. Denn als Soldaten müssen die Nation verwehrpflicht werden. Bürger eingezogen dagegen, wogegen sie keinen. Wehrpflicht sind per Definition Willens an einem Staat. Aha. Okay, also. Nachdem wir momentan, glaube ich, nicht wirklich Zeit haben, hier eine Armee auszubilden, ausgebildete Truppen sind schon mal besser als... Ja, der Rest wird schon passen. Präsidente, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stehen. So, jetzt Moment. Es hieß, wir verteidigen die Küste. Und wenn wir die Küste verteidigen, verteidigen wir die Küste. Zack. Zack. Jetzt muss natürlich mein Palast hier ordentlich verteidigt werden. Anders geht's ja wohl kaum. Ich mache hier schon wieder äußerst großen Unfug in Sachen Straßenbau. Ja.
So. Oh, wir sind jetzt schon kräftig im Minus. Dann klicken wir einfach mal auf Play und schauen, was passiert. Warum haben wir diese Mine eigentlich nicht angezapft? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade ein Rätsel. Haben jetzt diese paar Wachtürme meine 30.000 aufgefressen? Na gut. Ich habe nicht mitgezählt. Wird wohl so sein. Hier, Priorität hoch. Kämpft. Das heißt hier, wir verlieren diese Schlacht. Hohe Priorität. Ah, wenn ich da hohe Priorität wähle, dann stürmen da hier gleich. Oh. Oh. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg. Ihr werdet eingekreist. Also umkreist. Also. Ach, ihr wisst schon. Hm. Bin noch nicht so ganz überzeugt, dass das funktioniert gerade eben. Wann greifen wir an? Ja, und jetzt? Truppe auswählen. Ach so, die sind schon unterwegs. Hm. Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Ja, sie kämpfen. Das ist doch schon mal... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es gut läuft. Hier, hohe Priorität. Zieht man hier diesen Wachturm da hoch. Haben die ernsthaft meinen Fort zerstört? Ich dachte, das bringt irgendwas, das Ding. Aber anscheinend schießen nur Wachturm. Türme auf Feinde. Was keine macht denn Ruhepause eigentlich? Für den Präsidenten. Bin nicht überzeugt davon, dass es so geschickt ist, wenn Verteidiger keine. Das heißt, wir haben keine Soldaten mehr. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowas liebe ich. Sowohl die Alliierten als auch die Achsenmächte brauchen dringend Nachschub. Wir können also große Profite machen, weil sie nicht Nein sagen können. Exportieren sie 5000 Kaffee, wenn sie ahnen, dann wird die gleichlautende Blabla passt. Nee, ich möchte ja gar nicht Achse. Schließen. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Fisch. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Wir ja, haben ja. sie da, wo wir sie haben wollten. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Zack, hier. Ich habe definitive Verteidigungsprobleme. Hilfe! Ja, irgendwie vernichten die mir einfach gerade meine ganze Insel. Während bei mir auch niemand was baut. Ich habe auch keine Einheiten. Kinas, das ist jetzt irgendwie scheiße. Ich will nicht behaupten, dass ich überfordert bin, aber ich bin gerade völlig überfordert. Und warum baut eigentlich bei mir keiner was?
Hab auch irgendwie keine... Truppen von Isla Roja greifen ihr just unabhängig gewordenes Land an. Ein so lachhafter wie unerwünschter Konflikt. Beenden Sie ihn so schnell wie möglich. Ah. Okay, das heißt... Ich verstehe es nicht so ganz. Der Orden hat einen zeitweiligen Waffenstillstand erwirkt, doch ihre Feinde von Isla Roja werden sie mit aller Macht angreifen, sobald er endet. Ich würde alles in meiner Macht Liegende veranlassen, sie aufzuhalten, während ich meine Verteidigung aufbaue. Meine neue Schülerin Adriana Diaz wird ihnen dabei behilflich sein. Ich bereite mich jetzt auf eine Invasion vor. Der Waffenstillstand gilt für 8 Jahre. Ihr spinnt ja wohl. Ihr neuer Stabschef General Penultimo sagt, dass es keine bessere Methode als die Beflaggung hoher Gebäude gibt, um die Moral der Verteidiger zu heben. So viel Frauenstimmen kann ich doch jetzt langsam gar nicht mehr. Ich bin skeptisch, was die Moral der Truppe angeht, aber ein paar neue Wachtürme werden gegen anrückende Invasoren sicher hilfreich sein. Bauen Sie 5 Wachtürme. Ich bin super in den schwarzen Zahlen. Was kommen denn da lauter Leute? Was machen die bei mir? Das Freund oder Feind? Nicht genügend Weiden in der Nähe. Echt jetzt? Aber irgendwie ist auch alles bei mir stagniert. War das wohl irgendwie geskriptet, dass ich jetzt nichts machen konnte, oder? Wie darf ich das sehen? Das wäre ja fiese Nummer. Jetzt haben wir sogar wieder Geld. Vielleicht können wir da einfach dann stattdessen eine Farm. Nicht genügend Weiden in der Nähe, aber vielleicht eine Plantage. Achso. Oh, die ist so breit. Stimmt, die ist tatsächlich so breit. So. Exportieren Sie Fisch. Werde ich demnächst machen, sobald ich irgendwas habe, was Fisch... Ein Fischereihafen. Das wäre vielleicht ein taktischer Schachzug, um sie zu verwirren. Zack. Diesen werden wir abbrechen, weil... ich und meine Straßenplanung eher, ja, fragwürdig. Dann bauen wir aber noch so eine Hafenanlage. So, Hafenanlage. Ich finde, Hafenanlage ist unser Stichwort. Ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu schwitzen und zu sagen, die Jungs wollen uns bald wieder angreifen und stecken jetzt gerade mitten in der Vorbereitung für die Invasion. Deswegen schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich mich um Kopf und Kragen rede und wahrscheinlich den Krieg verliere. Hoffentlich nicht. Bis dann. Ciao.